Wir haben gerade festgestellt, dass das Aufgabensheet, was Olli gebaut hat für BGP, an Punkt 10 vorbei war. Ihr solltet zwischen den beiden Border-Routern oder ihr solltet die Präferenz der ISPs ändern. Das macht im Moment noch keinen Sinn, weil die beiden Border-Router sich nicht unterhalten und intern sowieso die Routen von außen nicht ankommen. Also auf den internen Routern, sprich 3 und 4. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Wir machen das richtig, wie die Profis das machen, mit IBGP, das erzählt Olli nachher. Oder wir machen das, wenn wir genau wissen, was wir tun, dadurch, dass wir die Routen ins OSPF redistributen. Einige haben das auch schon gemacht. Bisher unterhalten sich die Router intern ja schon über OSPF, das heißt, den Informationsaustausch haben wir schon. Warum ist da so eine dicke Warning? Olli hat gestern erzählt, OSPF ist relativ teuer, wenn es viele Routen enthält. Das heißt, wenn wir da eine komplette Full Table reintun, dann fällt das um die Ohren. Das heißt, da sollte man gut drüber nachdenken, ob man das tut. Manche sagen, man sollte es nie tun. Das war der Typ von Init 7, das ist so richtig. Also gut überlegen, was man da tut. Warum wäre es vielleicht trotzdem sinnvoll? Man kann sich das interne IBGP sparen. Das war auch meine Motivation, das hier zu erklären. Gerade im Freifunkbereich könnte man sich schon überlegen, ob man das tut oder auch nicht. Da sind wir so im Backbone-Team auch unterschiedlicher Meinung, was da der goldene Weg ist. Ich bin da eher Pragmatiker. Was man unter keinen Umständen niemals nie nicht tun sollte, wäre eine Full Table da rein zu tun. Und man sollte sich bewusst machen, dass die BGP-Attribute verloren gehen. OSPF weiß nicht, was BGP ist, es weiß nicht, was ein AS-Pfad ist, es weiß nicht, was ein Local-Pref ist oder MED oder ähnliches. Die gehen alle verloren dabei. Das heißt, man behält nur die Routen. Wenn man sich das bewusst macht, kann man das machen. Und wenn man es dann noch für eine gute Idee hält. Kleiner Exkurs, was Olli gestern verschwiegen hat. Bisher arbeiten wir nur mit Internal Routes in OSPF. Es gibt da mehrere Typen von Routen. Bisher benutzen wir die internen nur. Sieht man an dem großen I, wenn man Show Route macht bei den OSPF-Routen. Es gibt noch zwei Arten von External Routes, die dafür da sind, um Routen von außen, zum Beispiel aus BGP oder sonst wie, in OSPF zu importieren. External deswegen, weil sie halt nicht aus OSPF selbst kommen. Gibt es zwei Typen von, Typ 1 und Typ 2. Die heißen auch meistens E1, E2, werden auch genauso angezeigt nachher. Typ 1 ist relativ erwartungskonform. Die Route hat irgendwelche Kosten von außen, die durch BGP kommt. Und sie hat die entsprechenden OSPF-Kosten intern, je nachdem, durch welche Wege es geht. Wir erinnern uns an den Graph gestern mit den Pfadkosten im OSPF. Das heißt, da wird der ganz normale Pfad gebaut, die Pfadkosten werden berechnet, die externen Kosten werden dran geklebt. Typ 2 macht das nicht. Typ 2 benutzt überall, egal durch wie viele OSPF-Route diese Route gewabert ist, nur die externen Kosten. Dadurch kann man sogenanntes Hot-Potato-Routing machen. Beziehungsweise Typ 2 ist nicht Hot-Potato-Routing. Typ 2 heißt, mir ist relativ egal, wie lange dieser Traffic in meinem Netz bleibt. Ich möchte aber den günstigsten Exit nehmen. Wenn ich also zwei Provider habe, einer hat eine dicke Leitung, das heißt, die Pfadkosten wären relativ gering, einer hat eine dünne Leitung, dann präferiere ich mit der E2-Route die dickere externe Leitung und lasse den Traffic intern durch mein Netz dahin wabern. Mit E1 wäre das umgekehrt. Darüber haben wir das noch Chancen, so ein bisschen zu präferieren. Gebe ich nichts an, haben wir üblicherweise eine E2-Route. Jetzt gibt es das quasi in zwei Geschmacksrichtungen so ein bisschen. Bei Cisco gibt es einen extra Befehl bei OSPF, Originate Default. Damit kann ich bei Cisco-Routern, weiß nicht, bei anderen wahrscheinlich auch, sagen, übernimm mal bitte nur eine Default-Route, die du auf dem System findest und verteile die per OSPF weiter. Machen wir zum Beispiel an der Uni, wir haben zwei BGP-Sessions zum DFN, unserem Provider, kriegen also an zwei Border-Router eine Default-Route rein und pusten die ins OSPF intern an alle Router weiter. Mehr Routen von außen kriegen wir nicht, dafür ein IBGP aufzusetzen wäre jetzt relativ albern. Dafür gibt es diesen besonderen Schalter. Was bringt uns das? Ich brauche halt keine internen Netze, das Ganze wird einfacher. Nächste Geschmacksrichtung. Ich überlege mir, welche externen Routen ich wirklich importieren möchte. Das tue ich dann sinnvollerweise mit einem Root-Filter. Das werden wir gleich auch noch machen. Sprich, wenn ich noch ein bisschen mehr habe, wie hier zum Beispiel, haben wir in Summe, ich glaube, 30/16 Routen. Das kann ich meinem OSPF noch zumuten. Im Freifunkumfeld könnte ich zum Beispiel das komplette IC-VPN, also die ganzen aggregierten Routen, auch ins OSPF übernehmen. Mache ich in meiner Community.